Ja, manche Hunde sehen nämlich gefährlicher aus, als sie sind, sind es dann aber gar nicht. Aber auch kleine können kneifen. Lebensgefährlich, wenn ein solcher Kollege hier zubeißt. Doch die Größe des Tieres sagt nichts über die Gefährlichkeit. Gehören nun nur bestimmte Rassen in den Zwinger oder an die Leine? Gibt es böse oder gute Hunde? Kommissar Rex, das wissen wir auf jeden Fall, ist ein guter. Jetzt ist bei uns Thorsten Nöldner. Er ist verantwortlich in der Senatsverwaltung für Gesundheit, für den Inhalt dieser neuen Hundeverordnung. Herr Nöldner, sagen Sie uns doch bitte, auf was können sich diejenigen, die vielleicht Angst haben, freuen? Welche sind vielleicht ein, zwei wichtige Verbesserungen und Schritte in mehr Sicherheit gegenüber Kampfhunden? Die Mieter der Gesobau zum Beispiel können sich sicher sein, dass dort die Leine in Mietshäusern, Mehrfamilienhäusern, gemeinschaftlich genutzten Wohnräumen zukünftig generell an der Leine zu führen sind. Das gilt für alle Hunde. Das hat aber die Gesobau ja schon allein gemacht, da war sie weit vorn. Aber das wird für ganz Berlin dann gelten? Das wird für ganz Berlin dann gelten. Das sind auch ein Rückgriff auf Erfahrung der Veterinärämter. Weiterhin wird Berlin auch eine Sachkundenachweis für Halter von gefährlichen Hunden einführen. Also gleich von vornherein, wenn ich mir einen Hund kaufe, muss ich diesen Sachkundenachweis beim Kauf schon ablegen oder erst, wenn irgendetwas passiert ist? Grundsätzlich erst dann, wenn ein Hund auffällig geworden ist. Auffällig geworden ist, heißt, er hat schon einmal zugebissen? Nein, das heißt es nicht, das will ich auch ganz klar sagen. Wir haben auch den gefährlichen Hund danach definiert, dass er durch ein bestimmtes Verhalten auffällig ist. Ich will ein Beispiel konstruieren in der Öffentlichkeit. Verhält sich ein Hund so, er greift unmotiviert andere Tiere an oder geht auf sie zu, hat ein typisches Verhalten, das auf Aggressivität schließen lässt, dann kann auch schon gegen diesen Hund vom Veterinär vorgegangen werden, ohne dass er gebissen hat. Noch ein wichtiger Punkt vielleicht, also es waren jetzt drei. Zwei. Die Problematik, die auch immer angesprochen wird von den vernünftigen Hundehaltern, Zuverlässigkeit, dass bestimmte Leute den Hund als Waffe nutzen. Gut, nun könnte vielleicht der eine oder andere sagen, dies ist eine weiche Berliner Lösung. Die Brandenburger sind da etwas härter. Ab 1. Dezember haben sie nämlich 14 Hunde auf dem Index. Den gibt es bei Ihnen nicht. Das ist ein Vorbild, was Sie den Bayern abgeguckt haben. Die machen so etwas. Frankfurt am Main macht auch so etwas. Also offensichtlich haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht, dass Sie auf eine wirkungsvollere Kontrolle setzen. Also ich glaube nicht, dass wir härter sind als Berlin. Der Entwurf der Verordnung und unserer gleichen sich im Wesentlichen. Wo wir noch. Aber Sie nennen die Hunde beim Namen. Sie sagen, diese Hunde, bei denen es ja ganz offensichtlich immer wieder zu Vorfällen gekommen ist, diese gehören auf den Index, für die braucht man eine Genehmigung. Das ist korrekt. Wir wollen etwas mehr Prävention betreiben. Wir unterscheiden zwischen dem gefährlichen Hund, der Begriff Kampfhund taucht ja bei uns nicht auf, der ist meines Erachtens auch gar nicht definierbar, zwischen dem gefährlichen Hund, der seine Gefährlichkeit bewiesen haben muss, wo auch die Behörde sagen muss, du Bürger hast einen gefährlichen Hund, du musst jetzt einen Sachkundenachweis bringen. Und wir haben diese 14 Hunde, Rassen, wo wir die Gefährlichkeit vermuten und da muss der Bürger den Nachweis bringen, dass sein Hund Staffordshire, Bull Terrier oder nicht gefährlich ist. Das ist der Unterschied. Schon bevor er sich den Hund kauft, beziehungsweise wenn er ihn sich anschafft, muss er dann aufs Amt gehen. So ist es. Oder wenn er ihn jetzt hat, ab 1. Dezember treten ja diese Regeln in Kraft, dann muss er zur Behörde gehen und sagen, ich habe solch einen Hund, ich will diesen Hund behalten. Mein Hund ist entweder nicht gefährlich, dann muss er den Nachweis erbringen, oder sein Hund ist gefährlich, dann muss er die Sachkunde nachweisen, dass er diesen Hund beherrschen kann. Eigentlich eine einsichtige, relativ klare Linie. Sie wollten sich aber dem nicht anschließen. Nein, es gibt ja in der Bundesrepublik grundsätzlich zwei Ansätze hinsichtlich der Hundeverordnung, Gefahrenabwehrverordnung. Der eine Ansatz, wir definieren den gefährlichen Hund aufgrund bestimmter Eigenschaften. Da sind wir nicht alleine, da stehen wir nicht alleine da. Der andere Ansatz ist der, wie in Brandenburg verfolgt wird, es werden Rassen benannt. Aber wenn ich das Beispiel nennen will, Bissstatistik in Berlin, die sogenannten Kampfhunderassen tauchen dort in dem Sinne nicht auf, Sie haben es gesagt. Ja gut, das liegt aber auch daran, ja, weil es eben so wenige Kampfhunde gibt. Der Schäferhund ist natürlich viel, viel größer. Ja, das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass die ganzen Vorfälle mit Schäferhunden, Mischlingshunden, Rottweilern auch durch diese Maßnahme nicht verhindert werden. Also irgendwie scheint mir das wirkungsvoller zu sein, also in Prävention dazu gehen. Herr Haberkorn, Michael Haberkorn von Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben ja auch eine dezidierte Meinung dazu. Welchen Ansatz finden Sie besser? Wir gehen auf jeden Fall nicht den Weg, der jetzt ein bisschen hier so in die Verniedlichung führt. Also den Berliner Weg, den weichen Weg. Es geht im Grunde um gerade den Personenkreis, der eben nicht zu fassen ist, der nicht seine Hunde ordnungsgemäß erzieht. Und deshalb also haben wir ganz klar gesagt, und zwar ist das nicht nur Bündnis 90 Grüne, sondern auch parteiübergreifend, also auch CDU und SPD sind in größeren Teilen der Meinung, dass diese Berliner Verordnung zu kurz zielt.
Die Prävention, die in Brandenburg angesprochen ist, die wollen wir auch. Wir wollen eine Liste haben von Hunden, wo von vornherein erstmal die Genehmigung über die Fähigkeit, den Hund zu halten, hergestellt oder abgelegt werden muss oder gegeben werden muss. Und dann kann man sehen, wie die Leute damit klarkommen. Aber erst zu warten, selbst wenn es bloß wenige sind, bis erstmal der Hund gebissen hat, um dann zu sagen, dann gehen wir mal in die Verordnung rein, das finden wir nur wirklich von hinten aufgezogen. Dankeschön, Herr Haberkorn. Ein Schritt vielleicht noch weiter in der Prävention wäre ein Zuchtverbot von bestimmten Rassen. Das gibt es zum Beispiel in Bayern. Zu Jan Lersch. Ja, wir haben hier jemanden bei uns, der züchtet beispielsweise Bull Terrier und der ist vom Deutschen Club für Bull Terrier, Lothar Benkel. Herr Benkel, Kampfhund, was ist das? Gibt's das? Ein Kampfhund gibt es nicht. Hast du noch nie gegeben. Sie dürfen eins nicht vergessen. Den Kampfhund hat die Bild-Zeitung gemacht. Die Bild-Zeitung hat einen Kampfhund. Splin. So. Und jeder Hund, der beißt, steht auf der ersten Seite sofort, ein Kampfhund hat gebissen. Wenn man was von Kampfhunden versteht, weiß man, dass Kampfhunde keine Menschen und keine Kinder beißen. Wenn man sich aber beispielsweise mal ein Buch durchliest, ein Hundebuch mit den Charaktereigenschaften eines Hundes, dann kann man lesen, bei den Rassen, die jetzt immer wieder genannt werden, sie sind besonders hart, sie sind besonders furchtlos, sie sind hart gegen sich selber, sie haben teilweise auch eine gewisse Aggressivität. Und ein Punkt kommt noch dazu, sie haben häufig viel mehr Kraft als andere Hunde. 800 Kilo Beißkraft beispielsweise, sagt man einem Pitbull nach. Also man hat schon viel gesagt mit 800 Kilo Beißkraft. Keiner hat es hier messen. Ja, aber wir brauchen uns doch nur das Gebiss anzugucken und wir wissen, dass es kräftig ist. Nein, jedes Gebiss vom Hund ist gleich. Es wird nur die Aufnahme, wenn ich nur ein Gebiss zeige, kann es vom Yorkshire sein. Und aber die Muskeln, die darum... Muskeln, natürlich hat der Kraft. Das muss der auch haben. Genau wie ein Husky Kraft haben muss, um Schlitten zu ziehen. Ja, aber der Kampfhund hat nie Kinder und Menschen gebissen. Dafür wurde er gar nicht gezüchtet. Das ist eine Voraussetzung erstmal. Wenn Sie jetzt aber Sie haben doch beispielsweise Hunde wie der Pitbull oder der Staffordshire. Das sind doch Hunde, die gezüchtet wurden zum Beispiel für einen Hundekampf. Die sind gezüchtet worden vor 100 Jahren für einen Hundekampf. Das ist richtig, für einen Hundekampf. Ja, was hat man denn da für Hunde gezüchtet? Das waren doch Hunde beispielsweise, die besonders aggressiv waren, damit sie so einen Kampf durchhalten konnten. Nein, man braucht da deswegen nicht einen Hund züchten. Züchtet man noch kein Schoßhündchen, um in einen Hundekampf zu gehen? Kann die Welpen nehmen, kann sie isolieren, kann sie doch vorbereiten, kann sie jeden Kontakt zum Menschen, zum anderen Tier abbrechen. Ich kann ihn aggressiv machen, ich kann jeden Hund aggressiv machen. Und dann geht der Hund in den Pit und kämpft um sein Leben. Er kämpft um sein Leben, nichts anderes. Er möchte nicht kämpfen, weil er sich kennt. Ja, aber da ist doch zum Beispiel das Problem, das haben wir heute auch bei dem Unfall gesehen, den es heute Morgen gab, dass die Hunde sich festbeißen. Na sicher, jeder Terrier beißt sich fest. Ein Terrier ist ein Arbeitshund. Sie können einen Yorkshire-Terrier nehmen, können seine Zeitung hochheben, der lässt die Zeitung nicht los. Zugegeben, natürlich gibt es immer wieder Vorfälle. Es gibt beispielsweise auch den berühmten Briefträger, der ein Lied davon singen kann, wenn er von Hunden gebissen wird. Nicht immer ist eine Kamera dabei. Und zugegeben, diese Bilder, die wir hier beispielsweise jetzt sehen, das sind natürlich sehr wilde Bilder und die kommen nicht immer vor. Und viele Hundesitzer sind begeistert von beispielsweise auch diesem kräftigen Gebiss. Teilweise wird es auch trainiert, wie wir hier auf den Bildern sehen können. Wie friedlich die ach so gescholtenen Rassen sind, das sagen natürlich immer wieder die Besitzer. Wir haben es auch heute Abend hier gehört. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Schlagzeilen. Ist das wirklich nur Bild-Zeitungsgemacht? Sind die Tiere eigentlich possierlich und harmlos? Sind die Probleme nur beim Halter, der teilweise kriminell ist und auch seine Hunde wie eine Waffe einsetzt? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und viele Menschen haben Angst und sehen immer wieder diese Schlagzeilen. Wirklich nur ein Medienphänomen. Darüber wollen wir reden. Auch mit Stefan Schenk vom Tierheim. Sie sind bei uns und Sie haben ein Problem. Sie haben einfach zu viele Hunde, weil die Hunde immer öfter bei Ihnen abgegeben werden. Gerade auch solche Rassen. Es werden sehr viele Hunde abgegeben, aller Rassen. Und wir mussten deswegen seit Januar teilweise schon mal einen Aufnahmestopp verhängen. Seit Juni jetzt ständig. Sie nehmen also gar keine mehr auf. Wenn die Gesobau jetzt die Kampfhunde hier rausschmeißt, dann nimmt das Tierheim Langwitz sie nicht mehr auf. Wir können leider zurzeit nur über Warteliste arbeiten. Es geht nicht anders. Wir sind wirklich überfüllt. Das Tierheim Langwitz kann seit 10 Jahren nicht mehr umbauen. Wir sind einfach mit dem wachsenden Zahl abgegebener Hunde, sogenannter Kampfhunde oder auch dem kleinen Dackel, einfach nicht mehr gewachsen zurzeit. Wie ist das? Ich habe mal eine Sendung zum Thema gemacht. Da rief jemand an, der hat gesagt, also ich habe so einen Hund seit 3 Jahren, zwar alles kein Problem. Und letzte Woche hat er einen Besuch von mir zu Hause auf dem Sofa angefallen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kommt sowas öfter vor, dass Besitzer Ihnen auch die Hunde geben, weil die außer Kontrolle geraten, Ihnen selbst? Nein, eigentlich nicht. Die meisten, die abgeben, die solche Hunde abgeben, geben sie ab, weil sie ständig angefeindet werden, weil Frauen als Nutten bezeichnet werden, Männer als Zuhälter, nur weil sie so einen Hund haben. Das mag es auch geben, aber es gibt bestimmt auch Pinscher, die von einem Zuhälter gehalten werden.
Ja, und Hunde, die außer Kontrolle geraten, gibt es natürlich auch bei anderen Rassen, möglicherweise nicht nur ein Problem der jetzt hier immer wieder problematisierten Rassen. Uli. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf, ich weigere mich dagegen, dass jeder Hund zu einer Kampfmaschine gemacht werden kann. Ich glaube einfach dass der Rehpinscher zu einer Tötungsmaschine gemacht werden kann. Und ein Hund, der eben so groß ist, ein solch kräftiges Gebiss hat, der kann eben dann wirklich lebensgefährlich sein. Herr Kusserow, was die Gefährlichkeit von Rassen angeht, da fahren Sie ja auch eine zweischneidige Theorie. Auf der einen Seite sagen Sie, Rassen kann man nicht per se verurteilen. Auf der anderen Seite sind Sie aber auch für ein Zuchtverbot bestimmter Rassen, weil es einfach zu viele davon gibt, weil sie in den Tierheimen jetzt nicht mehr in Anführungsstrichen entsorgt werden können. Sie müssen sogar eingeschläfert werden. Also wir sind auf keinen Fall für ein Zuchtverbot von irgendwelchen Rassen, weil die Probleme, gerade die Hunde, die im Tierheim sind, das sind die Hunde, die über dem Polenmarkt oder sonst wo schwarz gezüchtet werden. Ein Rassehund kostet heute 2000 Mark aufwärts und der landet mit Sicherheit nicht im Tierheim. Probleme bringen auch die Hunde halt, gerade die wild gezüchtet werden und dann nachher den Leuten entgleiten, überhaupt bei der Erziehung die Menschen nicht wissen, was sie machen. Also Zuchtverbot für Sie dann offensichtlich kein Thema, aber für andere Tierschützer dann doch. Herr Nöltner, ist eigentlich ein Zuchtverbot in Ihrer neuen Verordnung enthalten? Selbstverständlich. Aber nicht für bestimmte Rassen, sondern ein grundsätzliches Zuchtverbot, Hunde mit übersteigerter Aggressivität zu züchten. Und wo machen Sie da die Unterscheidung? Welches sind denn dann Hunde mit übersteigerter Aggressivität? Kann das denn tatsächlich auch der Rehpinscher, der Dackel sein? Nein, selbstverständlich in dem Sinne nicht. Es wird ja auch kein Mensch solch eine kleine Rasse so auf Schärfe züchten. Aber sehr viele schwarze Züchter sind selbstverständlich in der Lage, auch ganz verschiedene Rassen scharf zu züchten. Das geht genetisch. Man sucht aus dem Wurf entsprechende Welpen raus, die diese Merkmale zeigen. Das wird nach der Berliner Verordnung in Zukunft verboten sein. Und darüber hinaus auch der Erwerb solcher Hunde und auch das in Verkehr bringen. Die Menschen, die so einen Hund dann erwerben, die müssen dann einen Hundeführerschein machen. Die BZ hat heute, das kann man in diesem Falle mal sagen, schon 12 Fragen für den Hundeführerschein hier veröffentlicht. Da heißt zum Beispiel unter Punkt 6, ein Hund kann bedingt, Frage, denken, verknüpfen, im Gedächtnis behalten oder aus dem Gedächtnis reproduzieren. Das sind doch ganz interessante Fragen. Sie werden dann diese Prüfung abnehmen müssen, Herr Kusserow, ja? Ja, wir haben Sachverständige, in Brandenburg läuft das schon an, wir haben Sachverständige benannt, die dann diese Prüfung abnehmen. Vielleicht noch eins zu dem Zuchtverbot. Wir sind selbstverständlich gegen Hundevermehrung, die teilweise in den Wohnzimmern stattfindet. Da sind wir gegen und das muss kontrolliert werden und das ist in Brandenburg auch schon am Laufen. In Brandenburg